Hi Gude und herzlich willkommen zu einem neuen Teil unseres Hörbuches zur Harry Potter Fanfiction Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Wenn dir dieses Hörbuch der Fanfiction gefällt und du es als MP3 herunterladen möchtest oder einfach nur das Projekt unterstützen möchtest, kannst du das jetzt auf Patreon tun. Den Link findest du in der Videobeschreibung. Kapitel 165 Stein des Anstoßes, zweiter Teil. Als er sich die Szenerie in der Mysteriumsabteilung ins Gedächtnis zurückrief, da konnte er nicht einmal sagen, wer genau angefangen hatte. Wahrscheinlich war es eins der Kinder gewesen, woraufhin Bellatrix in die Defensive gegangen war. Er selbst hatte sich nur gegen die niedlichen Flüche der Kinder verteidigt und später, als die Auroren gekommen waren, um sein Leben gekämpft. Töten wollte er niemanden, auch wenn es ihm beim Anblick des Schlammblutes für einen Moment in den Fingern gejuckt hatte. Den Anklagepunkt auseinandernehmend, erklärte Sid. Ich empfehle, während einer Befragung unter dem Einfluss von Wahrheitsserum zu prüfen, ob tatsächlich der Tatbestand des Einbruches erfüllt wurde. Mr. Malfoy war zu jener Zeit hier angestellt und hatte für die Mysteriumsabteilung sogar eine Zutrittsberechtigung, auch wenn eine eingeschränkte, was den Versuch des Raubs betrifft. Sid hob beide Augenbrauen. Es war nicht Mr. Malfoy gewesen, der als erster nach der Prophezeiung gegriffen hatte, nicht wahr? Es war Potter gewesen, dachte Lucius, denn niemand außer ihm oder dem dunklen Lord hätte sie berühren können, ohne um seinen Verstand fürchten zu müssen. Zur Körperverletzung hatte ich mich bereits geäußert. Mr. Malfoy hatte sich lediglich verteidigt. Kommen wir zur Zerstörung von Ministeriumseigentum. Während einer Auseinandersetzung von solchem Ausmaß gehen nun einmal Dinge zu Bruch. Wie ich den Zeugenaussagen von damals entnehmen kann, war es eine Schülerin gewesen, die die größten Schäden verursachte und für die Zerstörung von unzähligen Glaskugeln und den in ihnen aufbewahrten Prophezeiungen verantwortlich gemacht werden musste. Mit festem Blick schaute er der Gamot-Vorsitzenden in die Augen. Mr. Malfoy wird sich aber dazu bereit erklären, für den von ihm angerichteten Schaden eine finanzielle Entschädigung zu gewährleisten. Natürlich nur anteilig und unter der Voraussetzung, dass man für den Schaden einen gültigen Zeitwert nachweisen kann. Lucius wusste genau, auf was Duval hinaus wollte. Einer Prophezeiung einen Wert zuzuschreiben war so gut wie unmöglich, aber für die billigen Glaskugeln würde er natürlich aufkommen, dachte er schmunzelnd. Anteilig versteht sich. Die Gamot-Vorsitzende schien für einen Moment wie versteinert. Ihr Blick ruhte auf dem Beistand und man konnte nur ahnen, dass sie ihm in Gedanken gerade den Hals umdrehte. Das werden wir alles gern bis ins kleinste Detail prüfen, Mr. Duval. Kommen wir zum letzten Anklagepunkt. Ausbruch aus Azkaban. Darf ich? Nicht nur ein Gamot-Mitglied rollte mit den Augen, doch man gewährte Sid das Wort. Nun, der Ausbruch aus Azkaban war kein Ausbruch im eigentlichen Sinne. Daran gibt es nichts zu rütteln. Er wurde durch das Ministerium angestellten Dementoren ermöglicht. Mr. Malfoy wurde von den anderen Todessern gegen seinen Willen mitgenommen. Ich möchte nicht bezweifeln, dass er bei so einer Gelegenheit gern geflohen wäre. Er warf Lucius einen Blick zu. Aber sicherlich nicht in Begleitung von Mrs. Lestrange und 8 weiteren Todessern. Was wollen Sie uns damit weismachen? Schnaufte Rosalind wütend. Dass Mr. Malfoy entführt worden wäre, das ist lächerlich. Oh, entführt sicherlich nicht. Er erlag dem Gruppenzwang. Hätte er sich gewehrt, dann darf man davon ausgehen, dass man ihn an Ort und Stelle als Verräter betitelt und im gleichen Atemzug niedergestreckt hätte. Man darf nicht vergessen, über welche Macht Voldemort verfügte. Man durfte sich nicht ungestraft gegen ihn auflehnen
Aber in dieser Hinsicht gibt es ja auch genügende Fallbeispiele, die ich Ihnen bei Bedarf gerne nennen werde. Für einen Moment war es ruhig. Man hörte nur die Federn, die kratzend auf dem Pergament der Gamot-Mitglieder Notizen niederschrieben. Das Wort richtete Rosalind an die anderen Gamot-Mitglieder. Sie dürfen nun Ihre Fragen stellen. Später werden wir entscheiden, welche der Fragen wir unter dem Einfluss von Wahrheitsserum stellen werden. Der rundliche Mann erhob die Hand und durfte sprechen. Mr. Malfoy, in Bezug auf den zweiten Anklagepunkt, Besitz magischer Gegenstände, interessiert mich Ihr Grundmotiv. Warum haben Sie einem 11-jährigen Mädchen das Buch überlassen? Sid blickte zu Lucius hinüber und nickte, zeigte ihm, dass er antworten sollte, was er auch tat. Nun, das Buch selbst habe ich vom... Lucius hielt inne. Bisher hatte er von Voldemort immer als dunkler Lord gesprochen, doch hier wollte er nicht den Eindruck erwecken, er wäre immer noch ein ergebener Diener des Verblichenen. Von Voldemort erhalten. Der Name kam ihm schwer über die Lippen. Ich sollte es aufbewahren, wurde aber nicht darüber informiert, um was es sich handelte. Als man meinen Ruf schädigen wollte, indem mein Haus nach schwarzmagischen Objekten durchsucht wurde, da wollte ich mich von diesem Buch befreien. Ich verband dieses Vorhaben gleich mit dem Nützlichen und gab das Buch in der Hoffnung, der kleinen Miss Weasley, dass Albus Dumbledore und Arthur Weasley dadurch Probleme bekommen würden. Eine Frauenstimme wollte wissen, heißt das, Sie haben das Buch nicht nach Hogwarts eingeschleust, um in Voldemorts Sinne zu handeln? Aber nicht doch. Zu diesem Zeitpunkt bin ich davon ausgegangen, Voldemort nicht noch einmal wiederzusehen. Ich wusste nur, dass das Buch schwarzmagisch sein sollte. Aber egal, mit welchen Zaubern ich es geprüft habe, bei mir tat sich gar nichts. Der rundliche Mann notierte sich etwas, bevor er aufblickte. Dann haben Sie diese beiden Männer in Misskredit bringen wollen? Ja, gab Lucius offen zu und er schämte sich nicht einmal dafür. Einige Gamot-Mitglieder tuschelten miteinander. Es war Fortunato Storm, der die Hand hob und nach Zustimmung von Rosalind eine Frage stellen durfte. Dann haben Sie, wie Ihr Beistand vorhin schon erwähnte, nicht gewusst, dass das Buch anrichten könnte? Nein, Mr. Storm. Lucius liebte kurze und knappe Antworten. Dann behaupten Sie, sagte eine Frauenstimme links, Sie hätten nicht darauf spekuliert, dass das Buch den Basilisk befreien würde? Nein, ich hätte nicht einmal in meinen kühnsten Träumen erwartet, dass so ein Monster in den Tiefen Hogwarts haust. Hätte ich das gewusst, hätte ich meinen Sohn sicherlich nach Durmstrang schicken wollen. Lucius blickte zu Anthony Wildfire hinüber, der damals gegen ein kleines Bestechungsgeld dafür gesorgt hatte, dass Draco nicht aus Hogwarts, sondern aus Durmstrang einen Brief erhielt. Er lächelte ihm selbstherrlich zu, denn Wildfire war einer derjenigen, die auf seiner Liste standen und erpressbar waren. Sie haben das Buch also einzig aus dem Grund an Miss Weasley gegeben, damit... Lucius vervollständigte. Damit die beiden Herren wegen jener Sache angeklagt werden, wegen der man mich in diesem Augenblick belangt, Besitz schwarzmagischer Gegenstände? Es war zu spüren, dass vielen Gamot-Mitgliedern die Antworten nicht gefielen. Momentan würde man ihn nur befragen, damit man später auf Einzelheiten eingehen könnte, die er unter Veritaserum erklären müsste. Aber es schien, dass man zumindest wegen des schwarzmagischen Objektes keine weitere Befragung mehr benötigte. Man stellte ihm weitere Fragen, die er ehrlich beantwortete. Sein Beistand war still geblieben, schrieb aber in einer außergewöhnlichen Geschwindigkeit das mit, was ihm wichtig erschien, also ausnahmslos alles. Wir legen eine Pause von einer Stunde ein. Mr. Malfoy, Sie werden in einen Raum geführt, in dem Sie speisen können. Rosalind erhob sich, was die anderen Gamot-Mitglieder ihr gleich taten. Lucius hingegen wurde von den Fesseln des Stuhls befreit
um gleich darauf mit den Handfesseln bedacht zu werden, damit man ihn ein paar Türen weiter bringen konnte. »Mr. Malfoy, bevor wir rausgehen...« Sid beugte sich vor und sprach ihm ins Ohr. »Die Presse wird Fragen stellen. Soll ich denen einen kleinen Abriss schildern oder möchten sie das nicht?« Lucius schüttelte den Kopf. »Warten wir noch etwas. Mir ist nicht ganz wohl bei der Sache.« Auch nicht ganz wohl bei der Sache war es Hermine, denn sie fühlte sich durch die Gesamtsituation überfordert. Erst hatte sie nur ihre Prüfung zur Heilerin gemacht, bevor sie die Ausbildung zur Tränkemeisterin angenommen hatte, was sie sich, wenn sie ehrlich war, sehr gemütlich vorgestellt hatte. Doch dann kam noch so vieles dazu. Die Nachforschung wegen seines Problems, ihr eigener Farbtrank, die bevorstehende Präsentation bei der Körperschaft der Zaubertränkemeister und die Prüfung zur Zaubertränkemeisterin, die sie noch vorher ablegen musste. Das wäre schon sehr bald für ihren Geschmack zu früh. Darüber hinaus belastete sie der Vorfall mit Zwelte, aber besonders der mit Ner-Hegib. In ihrem Kopf drehte sich alles, genauso wie in ihrem Magen. Severus fehlte heute Morgen am Frühstückstisch, weswegen Remus neben ihr gesessen hatte. Weil sie so ein ernstes Gesicht gemacht hatte, sprach er sie an. »Warum so bedrückt, Hermine?« Weil sie in Gedanken versunken war, hatte sie sich erschreckt, obwohl er ruhig gesprochen hatte. Oh, »Nichts. Es ist alles in Ordnung.« Er glaubte ihr nicht, ließ die Sache aber auf sich beruhen. »Kann ich dir noch wegen des Tranks irgendwie helfen?« »Mir fehlt immer noch dieser blöde Steinregen.« Sie klang verbittert. »In keinem der Bücher steht geschrieben, wo man ihn finden könnte. Er könnte überall wachsen. Naja, überall, wo es dunkel ist.« Machte Remus nachdenklich. »Ich werde mal sehen, was ich darüber herausfinden kann.« In einer Freistunde nach der ersten Unterrichtsstunde mit Hufflepuff und Ravenclaw machte Remus einen kleinen Spaziergang, der ihn unerwartet in seine Vergangenheit katapultierte. Alles, was er sah, die steinernen Wände, die Wege, die Bäume, erinnerten ihn an seine eigene Schulzeit, die er rückblickend mit einem lachenden und einem weinenden Auge betrachtete. Sein Weg durch den Schnee führte ihn zu den Gewächshäusern. In der Nummer 4 sah er hinter dem beschlagenen Glas einen sich bewegenden Schatten. Jemand war dort drin und schien zu arbeiten, weswegen Remus zum Eingang hinüberging und die Tür öffnete. »Hallo, Neville«, grüßte er seinen ehemaligen Schüler, den er auf den von Harry geführten Ordenstreffen häufig über den Weg gelaufen war. Doch leider hatte sich viel zu selten die Gelegenheit ergeben, sich mit ihm ein wenig persönlicher zu unterhalten. »Ich habe gerade an früher denken müssen. Du hast dich sehr verändert. Du bist ja ganz ein Stück gewachsen.« Remus war näher an den jungen Mann herangetreten und musste sogar nach oben blicken, was ihn amüsierte. »Du bist größer als ich.« Neville schnaufte erleichtert, bevor er zustimmte. »Ich glaube nur noch, Hagrid und Albus verraten mich.« Erst jetzt fiel Remus auf, dass Neville ganz erdige Hände hatte, was sein Interesse weckte. »Was machst du da?« »Ich erforsche einen besonderen Nährhumus aus basenreichem Boden, deren Auflagehorizonte durch von mir gezüchtete Pilzhypien miteinander verfilzt sind.« Remus öffnete mehrmals den Mund, um sich zu äußern, aber er benötigte einen Moment, bis er über sich selbst spöttelnd sagen konnte. »Tut mir leid, ich habe kein Wort verstanden.« »Das macht nichts.« Neville lächelte ihn ermutigend zu. »Dafür habe ich keine Ahnung von Zaubertränken und ich kann bis heute keine weiten Strecken zurücklegen, wenn ich appariere.« »Jeder hat seine Stärken und Schwächen«, stellte Remus in den Raum, worüber Neville stutzte. »Ich wüsste nicht, was sie für Schwächen hätten.« »Ich war nicht besonders gut in Verwandlung, aber mit der Zeit lernt man vieles dazu. Heute würde ich wohl ein O bekommen.« Sein Blick schweifte zu einer Ecke im Gewächshaus. »Was ist das dort hinten?« »Ach das ist nur Hermines Ecke. Liebstöckel und Johanneskraut«, erwiderte Neville.
Natürlich wusste Remus von den Pastillen, die Hermine damals an einige Mitglieder des Ordens verteilt hatte, die meisten an Harry. Es geht dir doch gut, oder? Wie was? Neville wiederholte Remus' Frage nochmals in Gedanken und schien sich ebenfalls an früher zu erinnern. Ach so, nein. Ich denke nicht, dass sie sie für sich selbst macht. Nicht? In Sekundenschnelle ging Remus sämtliche Freunde durch. Als er an Severus denken musste, glaubte er, die Antwort gefunden zu haben. Oh. Die Gespräche mit Hermine und Harry fielen ihm wieder ein. Severus ging es schlecht. Aber dass er sogar Hermines starke Stimmungsaufheller einnehmen musste, hätte er nicht erwartet. Andererseits hatte Hermine ihm gegenüber erwähnt, sie würde bei Severus eine Depression vermuten. Wie kommst du so mit ihm aus? Fragte Remus nach seiner Assoziation. Nebenbei nahm er gedankenverloren einige Dinge in die Hand, die auf dem Tisch herumlagen. Mit Severus? Die kurze Nachfrage ließ erkennen, dass auch Neville davon ausging, Severus würde die Pastillen bekommen. Es geht, ich habe nicht viel mit ihm zu tun. Warum fragen Sie? Ich kann mich noch gut an das Schuljahr erinnern, in welchem ich Ihr Lehrer war. Er war immerhin dein Irrwicht. Neville lachte. Ja, und ein lustiger noch dazu. Eine kleine Schaufel wieder auf den Tisch legend, schilderte Remus belustigt. Er war damals nicht gerade erfreut darüber. Hat sogar geglaubt, ich hätte dich dazu angestiftet. Ihm war nicht aufgefallen, dass er Neville geduzt hatte, doch dem machte das nichts aus. Mit verhaltener Stimme erzählte Neville, während er dabei verträumt den Humus auf der Erde verteilte. Ich hatte Angst vor ihm, bis er im 6. Schuljahr geflohen war. Ein paar Monate nach Albus' Tod saß ich mit Harry und Hermine in der Bibliothek im Grimholdplatz. Sie haben miteinander gesprochen und ich habe alles gehört. Harry sagte, Snape hätte ihm noch bis zum Ende Ratschläge erteilt. Er hätte gesagt, er könnte jeden von Harrys Schritten vorhersehen und dass Harry endlich seinen Mund halten sollte. Neville blickte vor seiner Arbeit auf. Oklumentik und wortlose Zauber. Da hat Harry mit diesen Oklumentik-Übungen angefangen. Hermine hat ihm geholfen, soweit es ging. Aber sie ist mit dem Thema nicht warm geworden. Aufmerksam hörte Remus dem jungen Mann zu, denn auch wenn er einige Dinge persönlich miterlebt hatte, war es doch anders gewesen, diese Erlebnisse von jemandem geschildert zu bekommen, der sie anders wahrgenommen hatte. Dass Harry wortlose Zauber bis zum Abwinken gelernt hat, das wissen Sie ja selbst. Oklumentik kann er auch sehr gut. Auch wenn er meint, er könnte sich gegen Überraschungsangriffe kaum zur Wehr setzen. Naja, Snape. Neville verbesserte, denn in den Erinnerungen hatte er den Tränkemeister stets beim Nachnamen genannt. Severus habe ich erst wieder während der Schlacht gesehen, nur von Weitem. Später saß ich mit ihm während der Ordensverleihung an einem Tisch, aber mit ihm gesprochen habe ich erst auf ihrer Verlobungs... Scheu blickte Neville auf, um zu prüfen, ob er in diesem Thema eine alte Wunde aufgerissen haben könnte. Remus lächelte wie immer freundlich, doch die Verlobungsfeier anzusprechen, hatte ihm nichtsdestotrotz einen kleinen Stich ins Herz verpasst. Tut mir leid. Nein, das ist schon in Ordnung, Neville. Er atmete einmal tief durch. Weswegen ich eigentlich hier bin. Ich bin auf ein Problem gestoßen, das mit Pflanzen zu tun hat. Und nur rate mal, wer mir eingefallen ist, der mir helfen könnte. Die Hände an der Schürze abwischend, erwiderte Neville. Pomona hat um 14 Uhr Schluss und wird eine Viertelstunde später hier sein. Wenn Sie möchten, dann sage ich ihr... Nein, nicht Pomona! Warf Remus vorgetäuscht empört ein, doch er musste lachen, weil Neville nicht zu verstehen schien. Ich meine dich, Neville! Aha? Neville schien den Braten nicht zu trauen. Warum ich? Weil du Ahnung hast von... Er versuchte, sich zu erinnern. Besonderen Pilzhorizonten und Basenhumus. Unerwartet brach Neville in Gelächter aus, was Remus dazu animierte, ebenfalls über sein eigenes Unwissen zu lachen. Ich werde es nicht verbessern, versicherte Neville breit grinsend. Wie kann ich Ihnen helfen? Also erst einmal, wenn ich schon so frech bin und dich duze, dann steht dir das gleiche Recht zu.
Okay, und was noch? Es geht um eine Pflanze, die sich gespenstischer Steinregen schimpft. Der junge Kräuterkundelehrling kniff skeptisch die Augen zusammen. Warum gerade diese scheußliche Pflanze? Warum scheußlich? Remus wusste von dieser Pflanze nicht sehr viel. Naja, es gibt Zaubertränke, in denen sie verwendet wird. Aber wegen ihrer negativen Wirkung sind es nur schwarzmagische Tränke. Erzähl mir von den negativen Auswirkungen. Bat Remus, der sich mit dem Gesäß an einen Tisch lehnte und interessiert eine Augenbraue hob. Die Wirkstoffe der Fruchtkapseln der Pflanze können... Neville suchte nach Worten. Wie soll ich das erklären? Sie können teilen. Und zwar alles Mögliche. Das Fleisch wie auch den Geist. Die Persönlichkeit, die Seele. Und das sogar schon im unverarbeiteten Zustand. Ich habe von Händlern gehört, denen die Finger abgefallen sein sollen, als sie die Fruchtkapseln geerntet haben. Deswegen scheußlich. Die Pflanze schien wirklich eine Ausgeburt der Hölle zu sein, dachte Remus. Und außerdem wollte er nicht, dass Hermine mit so einer Trankzutat herumexperimentierte. Es war schlimm genug, dass Severus das damals getan haben musste. Woher weißt du so viel über diesen Steinregen? Neville machte ein Gesicht, als hätte er versehentlich etwas preisgegeben. Ich... Und nun schien er nach einem Weg zu suchen, sich aus dieser Situation wieder herauszuwinden. Ich hab darüber in Büchern gelesen. Ich auch. Stimmte Remus zu. Ich hab die ganze Bibliothek auf den Kopf gestellt, aber sehr wenig gefunden. Das, was du zu erzählen hattest, stand in keinem denn. Naja, es sind Pomonas Bücher. Da durfte ich mal welche lesen. Gerade heraus, fragte Remus. Das sind nicht zufällig schwarzmagische Bücher gewesen? Nevilles weit aufgerissene Augen waren Antwort genug. Habe ich mir fast gedacht. Remus lächelte dem Kräuterkundelehrling beschwichtigend zu, bevor er den Kopf schräg legte. Meinst du, Pomona würde mir das Buch ausleihen? Ja, halte ich für möglich. Aus Nevilles Stimme war mit einem Male herauszuhören, dass er sich zu schämen schien. Sag mal, Neville, stand dort auch beschrieben, wo man diese Pflanze finden kann? Wo sie wächst, in welchem Land, an welchen Orten? Zuerst nickte Neville heftig und dann gab er den Inhalt der Bücher wieder. Sie wachsen in Höhlen. Überall, wo es dunkel ist. Wiederholte Remus Hermines Aussage von heute Morgen. Einmal durchatmend fügte Neville hinzu. Direkt auf Stein. Sie brauchen keine Erde. Es muss stockdunkel sein, also findet man sie nur tief im Inneren. Es gibt eine Debatte unter Kräuterkundlern, ob der Steinregen nicht auch unter Wasser wachsen kann. Aber man vermutet, dass er zu viel Sauerstoff benötigt, um dort existieren zu können. Und in welchem Land? Wollte Remus wissen. Na hier, in Schottland. Im Hintergrund konnte man ein leises Läuten hören. Oh. Machte Remus. Die kleine Pause beginnt. Danach muss ich wieder ran. Ich werde dann mal gehen, aber vielen Dank für das Gespräch. Er wandte sich bereits um und blieb an der Glastür des Gewächshauses, an der das Kondenswasser herunterlief, noch einmal stehen. Wegen der Bücher, ich würde gern einen Blick hineinwerfen, Neville. Der nickte. Ich werde Pomona Bescheid geben. Danke. Wir sehen uns nachher zum Mittag? Ja. Das war's leider schon wieder mit der heutigen Ausgabe unseres Hörbuches zur Harry Potter Fanfiction Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Wenn es dir gefallen hat, lass uns gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Über einen Kommentar würden wir uns natürlich besonders freuen. Sollte dir das Hörbuch so gefallen, dass du es als MP3 herunterladen möchtest oder einfach nur das Projekt unterstützen möchtest, kannst du das ab jetzt auf Patreon tun. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Ciao, bis zum nächsten Mal.